Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, da hat Supercell irgendwas nicht eingehalten, habe ich gedacht. Also ich habe heute Morgen nochmal so einen kleinen Test gemacht, also nicht mit dem Rathaus 10 hier, sondern noch mit anderen Rathäusern. Und gehen wir jetzt aber mal rein, das heißt also, wir springen mal in die Accounts. Ich habe exakt heute Morgen nochmal so ein paar Überfallmedaillen ausgegeben. Und zwar hier ein bisschen für Dunkles, also exakt 300, weil dieser Account hier hatte 5000 Überfallmedaillen und ihr seht da unten, ist das immer noch die Grenze und ich habe die Grenze immer noch, denn auch der hier hat, obwohl ich mit dem nur zwei Angriffe gemacht habe, heute Morgen noch ganz, ganz schnell, hat er noch 454 Medaillen bekommen. Das ist echt viel für mal gerade so zwei Angriffe, aber trotzdem gab es oder gibt es hier immer noch das Limit. Und ich kann mich daran erinnern, dass in den Patch Notes stand, dass das Limit aufgehoben wurde. Ich meine, irgendwo muss es ein Limit geben, beziehungsweise weil sonst wäre das irgendwo irgendwie unendlich. Also irgendein Limit muss es ja geben. Aber wenn es jetzt nicht 5000 ist, was ist es dann? Ja, wir springen aber mal in den Account rein. Ich gehe mal auf die Uschi. Und dann gucke ich mal, was die Uschi bekommen hat. Denn mit Uschi habe ich noch ganz, ganz viele Angriffe gemacht. Und zwar Uschi hat 856 bekommen und hat die Grenze jetzt wahrscheinlich auch gesprengt, oder? Lass mal gerade gucken. 5000, ja, toll. Ja, auch mit Uschi habe ich heute Morgen 300 ausgegeben. Naja, das scheint dann noch nicht so richtig zu funktionieren. Ich habe aber auch nirgendwo etwas gelesen, so nach dem Motto, könnte ja sein. Also, aber ich glaube, es stand hier in den Patch Notes drin, dass das aufgehoben wurde. Und ich hab mich ja sogar richtig darüber gefreut, dass das so ist. Da die Begrenzung der Überfallmedaillen von 5000 wird aufgehoben. Okay, dann ist sie wahrscheinlich immer noch bei 5000. Scheinbar. Mal sehen, was der Toto hier abgekriegt hat. Aber ich glaube, das dürfte die gleiche Anzahl sein. Oh, 990, alter Falter. Kann man das auf vierstellig kriegen? Ja, ne? 990, okay. Dann habe ich mit dem Thorsten wenigstens wieder so ein paar Medaillen. Ja, 1658. Und wir haben die ersten Angriffe hier jetzt auf Rathaus 15 gemacht. Und ich muss sagen, der hier, er ist echt cool, ne? Der Monolith ist echt cool. Ist euch sicherlich auch schon aufgefallen, dass der auch verschiedene Farben, ich sag mal so, verfeuert. Je nachdem, wie viele Trefferpunkte eine Truppe hat, desto anders ist die Farbe. Das ist eine ganz, ganz kuriose Sache, beziehungsweise eine ganz, ganz coole Sache, finde ich. Aber wir können mal reingehen leider in den letzten Clan-Krieg. Na, den haben wir knapp verloren. Und allerdings, ihr seht, so ein bisschen geht es auch hier wieder ein bisschen voran. Aber ist nicht schlimm. Natürlich nicht. Ist ein bisschen ärgerlich. Ein bisschen ärgerlich ist es. Ärgerlich eigentlich nur, weil mal wieder, ihr seht das, 16 von 20 haben wir wieder nicht alle angegriffen hier. Und ja, so ein 97er Zeitfail hier auf den Dip von mir. Ja, man muss es ja jetzt schon so sagen. Beziehungsweise tatsächlicherweise, ja, 15 auf 13. Hammer, ne? Ist noch nicht mal ein 14er, ist ein 15er. Ist ein 13er, entschuldigt. Ja, das ist echt krank. Okay, Pekka da oben mal mit rausgespielt. Und die Heiler switchen dann gleich auf meine Queen. Also gut war der Angriff nicht, muss ich sagen. Und ich habe auch den Frosty dabei, okay. Ist natürlich schon sehr ärgerlich gewesen für mich, dass ich den 13ern nicht mal mehr schaffe. Aber irgendwo war hier in dem Clankrieg so ein ganz kleines bisschen der Wurm drin. Oder aber man sollte denn doch die Begleiter wählen, die Max sind. Also dann doch vielleicht den Frosty nicht mitnehmen, aber der ist gar nicht mal schlecht. Ich habe übrigens auch wieder den dicken Golem mal wieder equipped. Also den Golem-Skin beim King. Und
Die gehen hier aber noch ganz gut durch. Also der Funnel war eigentlich noch ganz, ganz nett gelungen. Und der Single hat mich da so ein bisschen genervt, muss ich sagen. Und der hat jetzt auch mal leider meine Queen geschafft. Da muss ich immer den Royal Champion zücken, dass ich die Super Minions da wegbekomme. Aber die stehen jetzt auch super, super im Gift. Jetzt muss ich sie doch nochmal friesen, weil es, ich weiß gar nicht, ob das 2 oder 3 waren. Ich glaube, es waren 3. Und, naja. Vor allen Dingen mit 6er Minern, also die habe ich jetzt auf Max. Ja, stimmt. Hatte ich euch in der letzten Folge gefragt, was machen wir im Labor? Ja, ich habe die Miner, gemacht und habe allerdings dafür auch gleich ein Buch ausgegeben, weil ich noch eins hatte. Und so habe ich die auf 6, weil ich ja doch ganz gerne mal oder überhaupt ganz gerne Hybrid spiele. Und ich weiß gar nicht, woran hat es hier eigentlich gelegen, dass es am Ende so eng war. Genug Truppen hatten wir eigentlich noch in der Base drin. Beziehungsweise, oh ne, da sind auch nur noch die Helden. Nicht gerade ein Hock, der letzte Hock stirbt da auch. Nochmal eine Falle raus, okay. Natürlich auch dusselig da direkt am ihr wisst schon, genau da. So, jetzt muss ich doch nochmal gucken, woran hat es denn eigentlich gelegen. Den konnte ich noch zünden. Habe ich auch extrem spät gemacht. Und der Frosty hier, der hilft da sogar noch ein bisschen. Der frostet das noch. Ich weiß gar nicht, was es bringen sollte, das Rathaus jetzt zu frosten. Ah, okay, Truppen hätte ich noch genug gehabt, aber halt keine Zeit mehr. Was willst du machen? Und ja, hier oben ist es natürlich, ein bisschen schwieriger geworden, ganz klar. Der hat den hier sogar schon auf 2. Und das ist natürlich schon heftig. Aber mal sehen, wie das hier mit den Drachen geklappt hat. Ich muss mal eben den Fokus rausnehmen. Denn das ist doch ziemlich, ziemlich schwer. Aber wir gucken uns den jetzt mal an, den Monolithen, wie der jetzt gleich anfängt zu ballern. Denn die Drachen haben hier natürlich mehr als 2000 HP, glaube ich. Und dementsprechend wird dann die Farbe sein. Boah, was kommt da alles raus? Okay, da kam jetzt aber gerade reichlich aus der Clanburg raus, ne? So, der müsste jetzt eigentlich gleich anfangen zu schießen, denn die Range hier ist ziemlich groß, da seht ihr das. Das ist so ziemlich dunkles Violett und weil die halt mehr Trefferpunkte haben und hier ums Rathaus ist alles gewutet. Das ist wirklich schon heftig, muss ich sagen, Rathaus 15. Da müssen wir andere Pläne haben. Aber ich meine, der Pletzko hat hier im vorletzten Clankrieg 2x3 mit dieser Methode geholt. Aber letztendlich holst du natürlich mit E-Drachen nicht immer unbedingt 3 Sterne. Und deswegen muss man ab und zu mal was anderes spielen. Ich habe mich ja wieder so ein bisschen zum Hybrid hin leiten lassen, so will ich es mal sagen. Aber dennoch habe ich mir auch so ein bisschen Auszeiten gegönnt, muss ich sagen. Weil ich die Überfallwochenende oder das Überfallwochenende überhaupt spielen wollte. Ich habe auch im Clan Free-to-Play hart gespielt und habe dort auch, glaube ich, 2 Clankriege gespielt. Mit mir selber zeige ich euch irgendwann mal, weil im Moment, obwohl es gibt doch einen, glaube ich, der da mit mir zusammenspielt, aber der Rest ist halt dort im Moment hinfort. Okay, ja, wie gesagt, ich habe hier in meinem Dorf noch nicht weiter großartig weitergebaut. Das Lager ist fertig geworden. Ja, mein Monolith ist auch fertig geworden. Das wisst ihr. Und ich habe hier im Shop auch zugeschlagen. Wenn wir hier mal reingehen, die beiden billigen Angebote für 1,19 Euro und 3,49 Euro habe ich mir gegönnt. Und deswegen habe ich hier jetzt auch wieder ein Hammer, also ein Baubuch. Und hatte, glaube ich, noch Ressourcentränke. Ich habe auch Bauarbeitertränke. Die nehme ich dann aber immer erst dann, wenn ich auch alle Bauarbeiter am Stissel habe. Und ihr seht das, ich habe jetzt 7 von 5 Trainingstränke. Und die kommen halt auch aus dem Paket, weil da war, ich weiß gar nicht, was es da nochmal war. Ich glaube, 2x2 Tränke und einmal ein Trank mit einem Buch, glaube ich, so war das. Aber ich habe es mir gegönnt und wollte auch das in jedem Fall festhalten, dass es hier immer noch eine Grenze gibt bei den Überfallmedaillen. Und ich muss sagen, mittlerweile spiele ich die Überfälle ganz gerne.
Und level hier auch ganz gerne mit. Ich weiß nur nicht, wann wir hier den Stadtgipfel mal wieder aufrüsten können. Was fehlt uns da noch? Uns fehlen noch 121 Gebäude. Boah, okay. Alles klar. Es gibt reichlich zu tun hier. Und ihr wisst ja, ne, Supercell hat sowieso noch so viel offen hier. Da ist ja noch Platz für so viele Bezirke. Also das Spiel kann wahrscheinlich noch um die mehrere Jahre hier wachsen. Was mir aufgefallen ist, da hinten sieht man, man kann es ja nicht groß machen, aber hier über dem, also am Stadtgipfel, wenn man am Stadtgipfel so ein bisschen nach oben schaut, ist ja da eine Statue vom Riesen und ein kleines Stück darunter ist ein Rathaus 7, müsste das sein. Ne? Ist das ein Rathaus 6 oder 7? Ich glaube, es ist ein Rathaus 7. Ja, jetzt ist es so aufgefallen und ich glaube, da unten war auch noch ein Rathaus. Aber egal. Ich wollte hier den Fortschritt ein bisschen für euch festhalten und also, Supercell hat das noch nicht eingehalten. Ich mache mich jetzt mal schlau, ob das noch, ich sag mal, ein known bug ist, also ein bekanntes Problem und man arbeitet dran oder vielleicht ist auch noch gar keinem aufgefallen. Euch vielleicht, keine Ahnung. Ich wünsche euch einen coolen Wochenstart. Ich hatte den coolen Wochenstart allerdings mit einer Lampe weniger hier. Da muss ich mich jetzt auch mal rumkümmern. Die wollte irgendwie nicht anspringen eben. Und deswegen brauche ich hier auch für die Livestreams ein bisschen mehr Licht. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Und dann verbleibe ich. Euer Toto. Flasht.